So. Jungs, wir wollen wieder 2 Tage am Bodden fischen. Wir haben Anfang Dezember. Schönes Wetter. Und wir haben jetzt mal vorhin eine Stunde im Tiefen gefischt, kam noch nichts. Hier der erste Hecht für heute im Flachwasser. Und wir werden mal probieren, 2 Tage ein paar Hechte zu fischen. Die Hechte haben die letzten Tage auch so ein bisschen mehr im Flacheren gestanden und auch hatten noch ein paar mehr Bisse. Aber wir wollen mal alles probieren. Heute Topwetter, wie gesagt. Morgen soll es regnen. Und ich hoffe, wir haben 2 schöne Angeltage. So, Fisch Nummer 2. Oh, den hat er inhaliert. Ja, ich hab den Fazo dran, ne? Wir haben aktuell sehr viel Kraut und der Fazo läuft relativ geradlinig und da kommen wir doch so ein bisschen durchs Kraut durch. Den wollte er haben. Den hat er drin. Ja, hier im Flachwasser, wie gesagt, da haben wir also häufig viele kleinere, mittlere Fische mit bei. Mal gucken, aber da steht immer jetzt aktuell schon ein richtig großer Fisch. Super Fisch. Fürs Flachwasser sehr schön. Ja, wir haben es jetzt schon fast 13 Uhr, haben jetzt am ersten Tag leider erst 3 Hechte im Boot. Wir haben jetzt schon alles probiert, verschiedene Tiefen, verschiedene Köder. Ja, wenn man im Winter hier, oder jetzt fühlt sich natürlich gerade nicht so wie Winter an, ist sehr angenehm, mild ist das, aber wir haben halt wirklich Dezember, 6, 7 Grad. Ja, die Fische stehen natürlich immer natürlich ein bisschen woanders. Wir haben heute schon in tiefen Bereichen von 2 bis 4 Meter gefischt ein bisschen, da hatten wir einen Nachläufer. Dann haben wir so ein bisschen im Flachen gefischt, bei 1,50, 1,50 Meter. Da haben wir die 3 Fische gefangen. Aber so richtig rauskristallisiert hat sich noch nichts. Man muss halt auch im Winter, selbst wenn es richtig kalt ist, auch die Flachwasserzonen immer mitnehmen. Da sind sehr, sehr viele Fische dann teilweise drin. Auch selbst wenn man einen Kältesturz kriegt, dass die wirklich trotzdem im Flachen stehen. Ja, hier kommen verschiedene Köder natürlich zum Einsatz. Wir haben jetzt vorhin die 3 Hechte hatten wir. Ich glaube, alle 3 auf dem Fazo. Und ja, ich zeige gleich noch mal, wie man die Köder ein bisschen einsetzt. Ja, aktuell bin ich ein bisschen ratlos. Wir werden noch ein bisschen mal probieren. Gleich noch mal im Tiefen, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann sage ich noch mal zu dem einzelnen Köder ein bisschen was.
Ja, die Tage im Winter sind leider recht kurz. Wir haben bloß noch grob eine Stunde. Wir haben 3 Hechte im Boot, also nicht wirklich viel. Wir haben im Flachwasser die Fische gefangen, aber das waren wirklich relativ kleine. Wir sind jetzt wieder ein bisschen tiefer hier, so bei 2,5 bis 3 Meter. Aber irgendwie wollen die heute bei dem schönen Wetter nicht. Wasser ist auch relativ klar geworden. Ja, wir haben alles durchprobiert. Im Flachen haben wir, wie gesagt, mit dem Fazzo gefangen und ein paar einzelne Nachläufer. Hier draußen ein bisschen im tieferen vorgelagert, haben wir mit Gummi gefischt. Aber auch nichts. Eine gute Stunde noch. Wir probieren noch mal weiter. Ich werde gleich noch mal kurz ins Flachwasser fahren in der Dämmerungsphase. Vielleicht kommt da noch mal eine Beißphase. Und mal schauen. Vielleicht haben wir noch Glück, aber richtig viel Hoffnung habe ich nicht. Aber mal sehen. Die letzte Stunde ist oftmals auch gerade im Winter die beste Stunde. Und vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück. Wir haben heute super Wetter gehabt, aber leider haben heute die Hechte nicht mitgespielt. Ja, morgen sieht das Wetter ganz anders aus. Es soll schmuddelig werden mit Regen, vielleicht sogar ein bisschen Schnee, ein kleines bisschen mehr Wind. Mal gucken, also ich hoffe eigentlich, dass wir dann vielleicht das Maul aufkriegen und dass wir morgen ein bisschen mehr fangen oder deutlich besser fangen. Können wir also nur hoffen. Wir machen jetzt Feierabend. Und dann sehen wir uns morgen wieder. So, da haben wir den ersten Fisch des zweiten Tages. Also, das Wetter ist ja umgeschlagen, wir haben halt trübes, regnerisches Wetter heute, soll noch ein bisschen Schnee kommen. Ich habe jetzt so bei 1,50 mal angesetzt, haben wir eine Viertelstunde gefischt, langsam gefühlter Köder, ein Prochet mit 5 Gramm Vorbebleit und ja, ist ein sehr schöner Fisch, ein 90er Fisch, denke ich. Hat also gut geklappt, mal schauen, ob das so weitergeht. Ich finde ja ganz gut, dass es ein bisschen bedeckt ist. Gestern war es zäh und heute fängt es erstmal gut an. So, das ist der zweite Fisch. Das wird immer ungemütlicher hier. Ja, grelle Farbe, Wasser ist sehr trübe durch den Wind. Da hatten wir gerade noch einen Nachläufer. Also ein bisschen geht was. Wetter ist zwar mies, aber ja. Lieber schlechtes Wetter und die Fische beißen wie gestern schönes Wetter und wenig Fisch. Mal schauen. So, da haben wir wieder einen. Also ich habe gerade vollstes Vertrauen,
auf ein Natural Perch mit 18 cm, 5 Gramm Vorbebleit. Wir haben hier 1,5 Meter Tiefe, Wassertiefe. Ja. Den haben wir. Ja, nicht der größte, aber ich bin sehr zufrieden. Also wer im Flachwasser mit Gummiködern angelt, der sollte so zwei Sachen beachten. Zum einen natürlich entweder sehr leichte Köpfe oder gar keine Kopfgewichte benutzen. Hier gibt es halt spezielle Spiralen, die man vorne reindreht. Das hat zum einen den Vorteil, weil die Zugrichtung beim Angeln geht dann vorne raus und nicht nach oben. Der Köder wird also nicht nach unten gedrückt. Dann ist es ganz wichtig, dass das Köder oder der Schwerpunkt vom Gummifisch immer unten liegt. Das heißt, die Drillinge, die man benutzt, dass man die nicht irgendwo seitlich oder auf dem Rücken rauflegt, sondern immer, dass die schön weit unten hängen. Dadurch ist wirklich ein sauberer Lauf gewährleistet. Viele benutzen da teilweise normale Jigköpfe, die haben halt das Öhr oben. Und wenn man den auf Zug gibt mit sehr wenig Gewicht, bedeutet das, dass sie anfangen zu drehen. Das sollte man beachten. Einfach den Schwerpunkt nach unten verlagern. Und dann funktioniert auch sehr, sehr langsam inzwischen. Hier, solche Gummiköder kann man in 20 cm Wassertiefe anbieten. Die laufen direkt unter der Oberfläche. Bei der Köderführung braucht man gar nicht so viel beachten. Das ist ein sehr einfaches Fischen. Je nachdem, in welcher Tiefe man den anbieten möchte, muss man eigentlich nur ein bisschen auf die Rutenstellung so achten. Und natürlich die Einholgeschwindigkeit. Dass man, wenn man jetzt wirklich hier so einen Meter Wassertiefe hat, Auswurf, sofort anfangen zu leiern. Und dann halt die Geschwindigkeit so ein bisschen anpassen. Man kann auch auf Entfernung die Köder halt schon gut sehen. Manchmal sieht man, okay, 20 cm, nö, ruht ein bisschen runter, ein bisschen langsamer. Der kann 40, 50 cm laufen. Das sieht man dann halt. Das kann man halt anhand der Einholgeschwindigkeit, anhand des Kopfgewichtes und der Rutenstellung beeinflussen. Ja, wir haben heute die meisten Bisse auf Gummifische gehabt, auf dem Prochet. Aber die letzten Tage haben wir sehr gut halt auf zwei andere Köder gefangen. Und zwar einmal auf einen Sweeper und einmal auf einen Fazzo. Die Köderführung beim Fazzo ist ganz einfach. Also der Fazzo hat ja so eine Sonderstellung. Ist eigentlich kein richtiger Jerk, ist auch kein richtiger Wobbler. Man kann ihn twitchen, aber eigentlich am besten fängt man, oder zumindest wir, fangen am besten nur durchgeleiert. Der eiert dann so ein bisschen, der wackelt hin und her so ein bisschen und das wirkt echt verführerisch auf die Hechte. Ich mache fast gar nichts anderes. Auswurf, der schwimmt ja, durch das Einleiern geht er halt auf 20, 30 cm Tiefe und eiert so schön hin und her, der flankt so schön und da reagieren die Hechte echt gut drauf. Ist ein ganz einfacher Köder. Beim Sweeper sieht das schon anders aus. Machen wir den. Beim Sweeper ist es schon ein bisschen anders. Der ist schon ein bisschen anspruchsvoller beim Fischen. Das reine Durchleihen funktioniert nicht so gut. Der eiert zwar auch so ein bisschen rechts, links, aber das ist echt eine Bank. Wenn die Fische so auf ruckartige Köderführung stehen, also dass der rechts, links schön hin und her läuft. Das heißt, den muss man doch schon so ein bisschen schlagen. Entweder über die Rute, da macht er halt rechts, links Bewegung schöne.
Wer das nicht so gut mit der Route hinbekommt, der kann das auch über der Rolle machen. Der kann halt ruckartig mal die Rolle ein bisschen einkurbeln. Das ist ein bisschen Übungssache. Das sollte man sich mal hier vorne so ein bisschen anschauen. Immer so ein bisschen, so einen kleinen Ruck. Dann läuft er halt auch rechts und links. Es gibt immer verschiedene Tage. Mal halt reagieren die ein bisschen besser auf Gummi, mal auf wirklich Jerks oder auf, wie beim Fazzo, dass man den wirklich nur einleiert. Und manchmal, an manchen Tagen flippen die aus, wenn die halt so eine Rechts-Links-Bewegung machen, die Köder. Das funktioniert halt mit dem Sweeper wunderbar. Schaut euch das mal selber am Wasser an. Am besten keine weiten Würfe machen. Mal 5, 6 Meter weit werfen. Wie läuft der Köder, wenn ich die und die Bewegung mache? Das kriegt man nach einer Weile gut rein. Und wenn man die Köderführung so ein bisschen beherrscht, fängt man auch die Hechte. So, da werden wir mal den letzten Hecht des Tages haben. Es ist fast schon dunkel. Wir haben vormittags nur die ganze Zeit, also die Fische gefangen. Seit 12 Uhr ging gar nichts. Das ist jetzt wirklich der erste Fisch seit 12 Uhr. Da ist er. Ja. Na komm her. Oh, ganz kurz. Der wollte noch mal einen Fazzo haben. Wie gesagt, den ganzen Nachmittag hatten wir irgendwie noch zwei Nachläufer, zwei oder drei Nachläufer, das war's. Und das war jetzt der. Ups, der letzte Biss. Tja. Also war ein schwieriger Tag. Oder beide Tage. Heute hatten wir ein bisschen mehr Kontakte. Aber war jetzt auch nicht berauschend. Aber immerhin. Ein paar Fische sind gekommen. Ja, und damit machen wir jetzt Feierabend. Bis zum nächsten Mal.